God Save the Queen und mit dazu die gesamte Royal Family. Schließlich stand diese Woche ganz im Zeichen der Briten. Queen-Enkelin Prinzessin Beatrice hätte bei einem Charity-Event in puncto Styling glatt mit Stilikone Kate mithalten können. Doch abgesehen von diesem grandiosen Auftritt drehte sich alles um eines: die Taufe von Mini-Prinzessin Charlotte. Wenn die Tochter von Kate und William am 5. Juli über das Taufbecken gehalten wird, ist auch ein Stückchen Diana dabei. Und dafür gibt es genau drei Gründe. Erstens, der Name. Denn der hatte viele überrascht. Die Tochter des Herzogpaares heißt Charlotte Elizabeth und mit drittem Namen Diana. Kommen wir zum zweiten Grund, die Location. Während Bruder George in der königlichen Kapelle des St. James Palace in London getauft wurde, finden die Feierlichkeiten diesmal in der Kirche auf dem Gelände von Schloss Sandringham statt. Dort, wo auch Prinzessin Diana einst getauft wurde und die Royal Family jedes Jahr den Weihnachtsgottesdienst besucht. Dritter und letzter Grund, der Fotograf. Denn Superstar Mario Testino setzte bereits Prinzessin Diana in Szene. Er schoss auch die Verlobungsbilder von Kate und William und wird die königliche Familie nach dem Gottesdienst ablichten. Auch wenn Diana diesen besonderen Tag nicht miterleben kann, in Gedanken wird vor allem Prinz William sicherlich ganz bei seiner geliebten Mutter sein.